jetzt, ja, Fußball ist ja nicht unbedingt so der typische Frauensport, wo man sagt. Aber es sind immer mehr Frauen, die kommen und alles. Wie bist du zu diesem Sport gekommen? Mein Vater hat lange bei St. Gallen gespielt, hier noch mit anderem Namen. Ja, und wir sind etwa die mal Spiel schauen. Und ja, so bin ich dann irgendwie dazu gekommen, weil ich herausgefunden habe, es hat eine Frauenmannschaft. Ja, und hat gedacht, ja, ein Teamsport ist immer cool. Und ja, genau. Und du kannst dir vorstellen, das Spiel noch lang zu spielen? Ja, absolut. Vor allem bei den Frauen hat es kein Alterslimit irgendwann. Also es ist nicht wie bei den Herren, dass es Junioren gibt und dann wird es zu der Elite oder so. Und dann könnte ich mir gut vorstellen, um noch ein bisschen länger in dem Sport zu bleiben. Ja, super. Sehr Sachen freue ich mich zu hören. Ganz generell, für Leute, die nicht mit dem American Football anfangen können, warum geht es bei diesem Spiel und was sind so Differenzen zu anderen Sportarten? Also in diesem Spiel geht es mehrheitlich darum, es hat eine Mannschaft. Die Mannschaft ist so in zwei Gruppen eingeteilt, Offense und Defense. Die Offense hat den Ball, das sind Punktemacher, und die Defense sind die, die Verteidiger sind. Wenn unsere Offense auf dem Feld ist, dann ist die von der anderen Mannschaft Defense auf dem Feld und probiert natürlich, die Punkte zu verhindern. Ja, genau, und das halt mit Tacklen und Umwerfen und alles Mögliche. Ja. Genau, und dann kann man einfach Punkte erzielen, wenn man in die Endzone, also auf der anderen Seite vom Feld, in so eine Zone hineinkommt. Genau, ja. Ist es dann vielleicht auch eine gute Art, zwischendurch mal ein bisschen Frust abzubauen, oder? Wo man aufbaut so im Training und so. Ich meine, ich habe ja selber auch gespielt, ich kenne das. Wird bei dir nicht anders sein, oder? Ja, nein, ist also mega cool, wenn man da vom schlechten Tag oder wenn man am Freitag Training haben, einmal von der schlechten Woche einfach den ganzen Frust ablassen. Und dann kann man einfach in die Leute reinlaufen oder halt in so Dummies reinlaufen. Das ist schon recht cool. Ja, und man kriegt keine Probleme für das, gell? Ja. Was muss eine Athletin denn mitbringen, um bei euch bei den Bears spielen? Ja, also bei uns im Football ist eigentlich, Football ist so ein bisschen für jeden. Für jeden Körpertyp, man kann gross sein, klein sein, dick sein, schlank sein, alles Mögliche. Es ist einfach auch der Wille, wo wir da sind. Man ist fürs Team, alle für einen und einen für alle. Es ist wirklich, man muss einfach ein bisschen Teamgeist mitbringen, man muss Spass daran haben und sonst jetzt alle möglichen Positionen, die man jeden kann brauchen, jeden Körpertyp. Ja. Das heutige Spiel findet ja eben ein bisschen unter besonderen Umständen statt. Eines ist eben das Charity-Spiel, das auch unterstützt wird von der Krebsliga, weil die Invaders haben ja sozusagen eine gute Seele von der Mannschaft verloren durch Krebs. Ja, und es ist noch ein internationales Spiel, also eben zeigen, hallo, der Sport wird auch über die Grenzen miteinander gemacht. Ja. Was bedeutet das für dich? Ja, das bedeutet mir sehr viel, auch dass wir halt eben mit Stuttgart können zusammenspielen können, auch dass wir da auf dem, ja halt da bei euch dürfen machen in Langenthal, das auch für einen guten Zweck ist. Ja, und ich finde es einfach auch cool, dass eben der Sport sich über das Internationale auch verbindet. Also es ist wirklich nicht nur in der Schweiz, und, sondern wirklich auch international mit Österreich, Deutschland, was auch immer. Ja, das finde ich richtig cool. Ja, dann danke ich dir recht herzlich für das Interview. Ich wünsche dir jetzt noch ein gutes Aufwärmen und alles. Und einen guten Match, viel Erfolg. Und ich hoffe, dass du viele gute Pässe anbringen wirst. Ja, danke. In dem Fall, merci. Danke.